einen wunderschönen zusammen. Jo, ich habe Kontaktlinsen an und der geübte Zuschauer möchte wahrscheinlich gleich erkennen, ich trage mein Laufshirt. Das liegt daran, dass ich tatsächlich vorhabe, jetzt laufen zu gehen. Es ist zwar wolkig wie Sau und ich bin mir nicht sicher, ob ich trocken nach Hause komme, aber es regnet im Moment zumindest nicht. Deshalb werde ich jetzt versuchen, einen Lauf zu absolvieren. Zum einen, weil ich wieder reinkommen will, weil Sport ist wichtig und das habe ich jetzt im Urlaub wieder schleifen lassen, deshalb da möchte ich wieder rein. Und zum anderen habe ich ja gestern schon mal so kurz hochgehalten, dass ich ein neues kleines Spielzeug habe und das möchte ich gerne draußen ausprobieren, ob es das tut, was es soll und wie ich damit zufrieden bin, weil ich habe es zugegebenermaßen auch kurz in der Wohnung hier getestet, das Spielzeug, aber es braucht mehr Licht, sagen wir es so, es braucht mehr Licht, es ist wie ein Pflänzchen, es braucht Licht. Keine Ahnung. Ich meine, jetzt ist natürlich draußen auch bedeckt, aber trotzdem, wir haben Tageslicht. Ich denke mal, das dürfte ausreichend sein. Werde ich probieren und ich habe ja schriftlichen Kontakt mit dem Insta-Support. Die haben mir jetzt gesagt, ich soll die Knöpfe mal 7 Sekunden gedrückt halten, also die Power-Knöpfe, weil sich das dann resetten würde alles. Ich bin mir trotzdem noch nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, die Kamera jetzt zu verwenden, weil nachher habe ich wieder den Hickhack, dass ich an die Daten nicht rankomme. Ich schau mal. Wenn ich nachher nicht rankomme, dann kann ich das zumindest gleich für den Support filmen, weil das wollen die nämlich sehen, wie ich die Kamera anstecke und wie nichts passiert. Naja, wir werden sehen. Gut, Schuhe noch an und dann geht's los. Gespannt auf die Aufnahmen. Das ist im Grunde genommen der Nachfolger von meiner Camera Passport, die ich vor Jahren im Einsatz hatte. Und ja, wesentlich kleiner und hat halt sehr viele intelligente Modi. Also wie hinter einem herfliegen, aber sie fliegt auch vor einem weg. Und ja, bin ich mal gespannt drauf, wie die Qualität sein wird. Ich meine, das ist eine klitzekleine Drohne, da darf man nicht zu viel erwarten. Aber ich glaube, einfach so für so ein paar kurze Sequenzen, wo so einem hinterherfliegt oder so, richtig geil. Gut, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Intervall und dann geht's nach Hause unter die Dusche. Frisch geduscht und weil ich gerade dabei war, habe ich mir die Haare geschnitten. Also erstmal angefangen Seiten auszurasieren und dann habe ich oben ein bisschen nachgeschnitten und hinten ein bisschen nachgeschnitten. Ja, ich mache das mittlerweile selber. Ich habe keinen Bock mehr zum Friseur zu gehen. Obwohl mein Bonuspass fast voll ist. Ich glaube, mir fehlt nur ein Haarschnitt und dann kriege ich einen umsonst. Aber egal, das bisschen, was ich an Haaren noch auf dem Kopf habe, das kriege ich auch selber geschnitten. Und da muss ich mich nicht rumärgern, wenn es dann nicht so ist, wie ich es will. Weil wenn es nicht so ist, wie ich es will, dann habe ich es halt selber verkackt. Ne? Und naja, viele nennen das, was ich habe, sowieso nicht Frisur. Deshalb, egal. Jo,
Ich habe von meiner Holden wieder einen Auftrag bekommen. Sie hat gesagt, so, wenn du es schaffst, geh doch einkaufen. Weil morgen fahre ich mit meinem Kurzen zur Oma, die besuchen. Und weil ich dann natürlich zum Einkaufen nicht da bin, wäre es natürlich gut, wenn ich jetzt vorher schon einkaufe, weil dann braucht Angie am Wochenende nicht los, alleine. Dafür gehe ich jetzt alleine los, vor der Arbeit. Findet den Fehler! Naja, egal. Ich denke, ich mache mich kurz auf den Weg, kaufe ein paar Sachen ein. Ich weiß sonst eh nichts groß mit mir anzufangen jetzt. Ich müsste ein Video schneiden. Ja, okay, ich hätte was zu tun, aber who knows? Nee, who cares? Sprichwörter richtig verwenden, Teil 1. Naja, egal. Ich gehe jetzt einkaufen. Auftrag erledigt, ich war einkaufen und weil ich einkaufen war und es jetzt sowieso Essenszeit ist, habe ich mir gleich was mitgebracht, weil ich war ja einkaufen. Ja, ihr versteht, ich habe meinen Samstag quasi vorverlegt und habe mir mitgebracht schön verpackt natürlich. Ja, okay, die Spannung ist raus, ihr wisst eh, was es ist. Schnitzelbrötchen. Herrlich! Guten! So. Nochmal zu der hier. Ich habe mir die Aufnahmen angeguckt und ich muss sagen, mega zufrieden. Also für die Größe von dem Teil und was ich damit vorhabe, also ja quasi immer nur mal so, ey, du bist irgendwo, lass es hinter dir herfliegen. So. Wie geil ist das denn bitte? Also super von der Qualität. Ich bin mehr als zufrieden. Ich habe es jetzt aber auch noch nicht auf dem großen Fernseher gesehen, sondern quasi nur auf dem Rechner. Aber zumindest Rechner und nicht Handy. Und da war es schon okay. Was ich jetzt aber ja nochmal zeigen wollte, ist den Vorgänger. Da fehlt jetzt quasi noch der Akku. Ne? Das ist eigentlich auch hier bis hier ran. Also ne, das ist normalerweise bis da fest. Und merkt ihr den Unterschied? Das ist deutlich. Also das hier kann man mal so schnell irgendwo noch mit reinstecken in irgendeine Tasche. Während das, da muss man sich schon überlegen, ob man es mitnimmt. Deshalb habe ich das irgendwann auch nicht mehr gemacht. Aber das hier, ich glaube, wenn Angie und ich irgendwie auf Unternehmungen sind, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das dabei haben. Das wiegt nichts. Das ist geil. Und ich bin mit den Aufnahmen zufrieden. Gut, ich mache mich jetzt zur Arbeit. Das heißt, für euch, der Vlog ist hier zu Ende. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Habe ich eigentlich irgendwann einmal erzählt, wie das Ding heißt? Wahrscheinlich nicht. Das ist die Hovercammer. Hover. Kleinen Moment. Es ist die... da bin ich. So, es ist die Hover Camera X1. Warum die X1 heißt, weiß ich nicht, weil es gab ja schon mal eine Hover Camera. Gut, die hieß Hover Camera Passport. Wobei,
Passport wahrscheinlich nur, weil man sie aufklappt wie ein Pass, aber ansonsten hat das Ding mit einem Pass nichts zu tun. Egal. Das ist die und sie ist mega. Bis morgen. Ciao.